Etwas wagen, etwas bewirken, schöne und sinnvolle Dinge mit anderen. Das mache ich natürlich wahnsinnig gern. Und wo könnte ich das besser als beim Splash Diving Cup im schönen Sindelfingen? Hallo! Hallo! Geht doch! Und hier bereitet sich das wunderschöne Freibad auf eben jenen Event vor, den man früher, Entschuldigung, Arschbombenmeisterschaft genannt hätte. Dazu braucht es die ganz hohen Türme und die flexibelsten Sprungbretter. Haben das alle verstanden? Splashdiving ist ähnlich wie Turmspringen, nur dass hier das Wasser bei der Landung eben nicht möglichst ruhig bleiben soll. Für gute Bewertungen. Die Leute schauen natürlich, wie hoch spritzt das Wasser, wie laut klatscht es. Das wollen die Leute im Freibad sehen. Hier soll es spritzen und hier soll es auch mal ein bisschen wehtun. Etwas für Helden also. Damit es aber nicht doch brenzlig wird, verabreicht mir Charlie die übliche Dosis Aufwärmen und Lockerung. Besonders die Nackenmuskulatur muss standhalten können. Dann noch die Liste der spritzigsten Landungen und wie man sie stilgerecht ausführt. Wichtig ist beim Splashdiving natürlich auch die Körperspannung. So ein Sprung besteht ja auch aus drei Elementen. Du springst ab, du hast deine Flugphase und deine Landung. Und bei allen dreien ist penibel darauf zu achten, dass man mit Hintern oder Rücken möglichst breit eintaucht. Wie sonst in die Fettnäpfchen. Noch ausbaufähig. Bin ich denn vom Körperbau so gut geeignet dafür? Ja, wir sagen dazu, Masse hat Klasse. Voilà. Hier ist der Ansatz zu zaghaft. Und ich gleite zu elegant ins Nass. Deshalb lieber den Anker probieren. Schon besser. Und dann versuche ich es gleich mit dem Arschbomben-Klassiker, dem Cannonball. Und das Wasser geht so in die Nase rein. Eustachische Röhre. Also ist schon ein interessantes Hobby. Aber es hilft ja nichts. Je höher, desto spritz. 3 Meter. Oder der 5er, wo ein Sportsfreund schon angefangen hat. Mein Körper fängt ab hier irgendwie zu jucken an. Ja, und diese Leitern sind so klein und glitschig irgendwie so. Und man kann so durchgucken. Also. Schon mal was von Höhenangst gehört? Gehört schon, selten erlebt. Bei 57 und 10 Metern schlägt sie definitiv an. Mein Reptiliengehirn befiehlt mir hier, die Plattform doch klassisch zu verlassen. Wenn ich gesprungen wäre, hätte es so ähnlich ausgesehen. Sie lassen Ihr Kind sich hier runterstürzen? Ja. Ja. Bis wie viel Meter gehst du denn? Bis 10. Bis 10? Ja. Ehrlich jetzt? Ja. Ich bin früher schon auch mal vom 10er gesprungen, ist aber schon lange, lange her. Ich würde es nicht mehr machen. Und wenn ich sehe, was diese Jungs hier so mit ihrem Körper treiben, dann verstehe ich ihn. Wo es in den Anfangsjahren nur darauf ankam, möglichst hoch zu spritzen, steht jetzt die akrobatische Leistung im Vordergrund. Weisung, denn 10 Meter ringen allen dann doch irgendwie Respekt ab. Nachher bei dem Ei vom 10er, da ist auch schon eine gewisse Grundvoraussetzung. Es kann immer sein, dass du auf den Rücken fällst und da hast du ein anderes Körpergefühl dann von 10 Meter. Das Ei, perfekt performt, dreimal die 10, kann aber schön schief gehen. Und jetzt noch ein paar schöne Beispiele dafür, wenn Akrobatik und Splash optimal zusammentreffen. Man beachte die schöne Fontäne, die sich in der Mitte aufbäumt, wenn Phase 1 und 2 gut gelaufen sind. Der dreifache Auerbach mit hohem Splash.
3x10 Höchstleistung. Hast du da nicht Angst, wenn es so donnert am Ende und dann spritzen muss? Das ist doch das Schöne daran. Du liebst den Schmerz. Und ich mag den Schmerz. Ja. Nein, doch. Und den Spaß. Nach dem Wettbewerb ist nämlich Platz für den sogenannten Bombenteppich. Warum habe ich mich nur nicht getraut? Die Wettkampfteilnehmer nochmal in voller Pracht. Ich sehe, dass man hier nicht unbedingt ultraschlank sein muss. Nein, muss man nicht. Im Gegenteil. Masse hilft auch beim Spritzen. Hier bin ich zu Hause. Genau, wie ich. Dankeschön. Gerne.